Zum Aufrichten brauchten wir 375 Tonnen Schwebeballast. Zum Arbeiten reichen uns 60 Tonnen. Beim Aushängen können wir den Variotray einfahren, ohne dass wir dann Ballast abstapeln müssen. Den Variotray, den kann man stufenlos von 13 Meter auf 21 Meter hydraulisch verstellen. Wir können den von Anfang bis zum Ende benutzen und brauchen nicht auf- oder abstapeln während der Arbeit. Dieser Arbeitsgang entfällt jetzt. Dadurch geht das alles wieder etwas schneller. Wir erstellen hier mit der LR 1700 1.0 eine Nordex N149 mit 165 Meter Namenhöhe und 149 Meter Rotordurchmesser. Also die Anlage ist in Hybridbauweise, das heißt Betonturm wird schon vorher aufgestellt, bevor wir kommen. Wir stellen dann nochmal zwei Turmstöße drauf. Also die Türme, die wiegen zwischen 56 und 63 Tonnen. Dieses ist jetzt der erste Einsatz mit dem Kran. Der Aufbau lief planmäßig mit Monteuren von Liebherr zusammen. Wir haben jetzt 165 Meter Hauptmast mit 12 Meter F-Spitze auf 15 Grad abgewinkelt. Dieser Kran ist ausgerüstet mit dem H-Mast. Das sind 9 überbreite Teile von 3,50 Meter Breite. Ja, diese Teile bewirken erstmal, dass der ganze Kran stärker ist und dass man auch höhere Windlasten fahren kann. Das Maschinenhaus wiegt 65 Tonnen. Also der Kran lässt sich sehr ruhig mit Last in der Höhe verfahren. Man kann sehr sauber arbeiten, schwenken, geht alles wirklich sehr sauber. Ja, die F-Spitze haben wir in diesem Fall in der Konfiguration mit 15 Grad auch noch genügend Abstand vom Mast zum Maschinenhaus und zu allen anderen Komponenten, die da oben montiert werden. Ja, wir fahren hier im Zwei-Winden-Betrieb zweimal drei Stränge eingeschert. Das funktioniert sehr gut durch diesen neuen Neigungsgeber hier. Der hält dann die Verbindung, sagen wir mal, zum Kran, dass der Haken immer waagerecht ist. Und also, wir brauchen die ganzen Tage jetzt nicht ein einziges Mal nachgleichen. Das macht alles die Automatik. Mit diesem neuen Gerät bin ich jetzt sehr zufrieden und bin froh, dass die Firma sowas gekauft hat.